Wir sind heute unter anderem auf der Nibelungenbahn unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten erstmal im Bahnhof von Weinheim-Bergstraße, dem ich ja im letzten Video angekommen bin, und gehen durch diese hier etwas wenig schöne Unterführung zum Mittelbahnsteig. Zur Verteidigung des Bahnhofs, es gibt inzwischen eine sehr schöne und moderne neue Unterführung. Ich habe hier nur die alte genutzt. Und mit diesem Twindex geht es nun erstmal das kurze Stück nach Bensheim. Hier möchte ich gar nicht so sehr auf den Zug eingehen, denn den werde ich euch in einem späteren Video noch einmal zeigen. Deswegen hier die Fahrt von Weinheim nach Bensheim nur ganz kurz dargestellt. Denn unser heutiges Video soll eigentlich erst in Bensheim beginnen mit der Fahrt mit der Nibelungenbahn. Hier sind wir jetzt auch schon in Bensheim. Und steigen hier um. Auf der Nibelungenbahn kommt genauso wie im letzten Video ein Coradia Lind zum Einsatz, auch in derselben Lackierung. Aber man sieht es hier schon, zwei Türen pro Fahrzeughälfte. Das heißt, hier handelt es sich jetzt um den Lind 54. Im letzten Video waren wir ja mit dem Lind 41 unterwegs. Man kann es hier auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist wirklich ein ziemlich langer Zug für einen zweiteiligen Dieseltriebwagen. Und wir sehen auch die Ausstattung eben identisch wie im Lind 41. Die grauen Kielsitze mit Klapptischen bzw. an den Vierersitzgruppen auch mit großen Tischen. An den Vierersitzgruppen gibt es dann auch Steckdosen. Die gibt es aber eben leider nicht an allen Plätzen, an den Reihensitzen in der Regel nicht. Und ich bin heute eben mal in der zweiten Klasse unterwegs. Hier verlassen wir jetzt die Hauptstrecke und zweigen ab auf die Nibelungenbahn. Die Nibelungenbahn hat ihren Namen von der Nibelungensage, denn sie verbindet hier mehrere Orte, die in der Nibelungensage eben eine wichtige Rolle spielen. Ganz besonders zentral davon eben dann Worms. Das ist auch der Zielbahnhof meiner Verbindung heute. Die Bahnstrecke, die wir jetzt hier befahren, führt von Bensheim nach Hofheim. Zwischenhalte sind Lorsch, Riedrode und Bürstadt. Es ist geplant, einen zweiten Bahnhof in Bensheim, den Bahnhof Bensheim Süd, zu bauen. Und früher gab es zwischen Lorsch und Riedrode noch den Bahnhof Lorscher Wald, der ist aber nicht mehr in Betrieb. Der wichtigste Bahnhof entlang der Strecke, das ist der Bahnhof von Bürstadt. Das ist nämlich ein Turmbahnhof. Wir halten unten und über uns halten die Züge der Verbindung Mannheim-Frankfurt. Das können wir jetzt hier ganz gut sehen. Also unten die beiden Gleise der Bahnstrecke der Nibelungenbahn und oben die Gleise der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim. Hier findet dann auch die Begegnung mit dem Gegenzug statt. Auch auf dieser Strecke können sowohl Lind 41 als auch Lind 54 zum Einsatz kommen. Früher gab es in Lorsch noch einen Abzweig nach Heppenheim, der existiert nicht mehr. Und am Ende der Strecke in Hofheim, hinter dieser langgezogenen Kurve, die der Zug mit einer ziemlichen Neigung durchfährt, man kann es hier ganz gut sehen, der Lind ist natürlich kein Zug mit Neigetechnik, also hier haben die Gleise schon eine ordentliche Neigung. Hier in Hofheim
Hinter dieser Kurve eben trifft man dann auf die Bahnstrecke von Worms nach Biblis. Die Strecke ist auch elektrifiziert, wird aber trotzdem häufig auch mit den Coradia Lind befahren, teilweise auch mit der Baureihe 425. Kurz hinter dem Bahnhof von Hofheim trifft man dann auf eine ehemalige Bahnstrecke von Weinheim kommend, dort wo dieses Video auch angefangen hat. Die existiert aber auch nicht mehr. Und kurz dahinter führte die Trasse ursprünglich mal bis zum Bahnhof Rosengarten. Das war bevor es die Brücke über den Rhein gab, über die wir hier jetzt gerade fahren. Heute fahren die Züge dann natürlich zum Wormser Hauptbahnhof. Dazwischen gab es den Bahnhof Wormsbrücke. Auch der ist nicht mehr in Betrieb, aber man sieht es hier sehr gut, davon ist noch sehr viel erhalten. Aber der Bahnhof eben seit 2015 dann nicht mehr in Betrieb. Und kurz dahinter geht es dann über diese langgezogene Kurve zur Bahnstrecke Ludwigshafen-Mainz. Und an dieser Bahnstrecke folgt dann auch gleich der Hauptbahnhof von Worms. Und dort endet mein Zug dann und ich steige aus und um. Und zwar geht es dann weiter auf der Bahnstrecke in Richtung Bingen. Allerdings nur ein ganz kurzes Stück und zwar nach Monsheim. Und hier in Worms steige ich dann aus und um. Hier der gerade ausfahrende Lind, das ist der Zug nach Biblis, fährt auch mit dem Coradia Lind, obwohl die Strecke komplett elektrifiziert ist. Und hier sehen wir eben nochmal den Unterschied zwischen dem Lind 41 und 54, nämlich eben hier dem Mehrzweckbereich zwischen den beiden Türen. Das war es auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.